Ja, grundsätzlich wollten wir mal ein anderes Gesicht zeigen als im ersten Spiel. Ich denke, das hat man auch gesehen. Leidenschaftlich war es heute definitiv. Wir wollten einen guten Start erwischen. Das hatten wir auch gemacht. Der war absolut überragend sogar. Wir wollten außerdem vor allen Dingen an unserer Defensivleistung wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Das individuelle Verteidigen war deutlich stärker als im Spiel zuvor. Ich denke mal, die zwei Sachen haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Offensiv, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir viel zu wenige Ballbesitzphasen trotzdem noch. Da muss man auch kritisch mit umgehen. Aber ja, im Grunde genommen, ich meine, wir spielen hier 3-0. Gegen Holland zu 0 zu spielen, bombastisch. Und das war auch erstmal das Ziel. Ja, Wahnsinn, ne? Ich glaube, das kriegt ihr auch alle mit. Das ist für uns natürlich besonders. Es ist ein Event, was wir einmal im Leben haben. Eine Heim-EM zu Hause, das Stadion voll. Wir spielen gegen Holland, wo noch viele von Holland, vielleicht holländische Fans hier sind. Ist ausverkauft, wir gewinnen 3-0. Das sind Momente, die hast du nicht häufig in deiner Karriere. Das ist schon sehr, sehr besonders. Macht natürlich unfassbar Spaß. Und die Fans tragen das dann, tragen einen dann mit weiter durchs Spiel und weiter alles reinzuhalten. Wenn ja, wieder nach hinten zu laufen. Das ist schon besonders. Und ich hoffe, dass wir noch ein, zwei der besonderen Momente im Turnierverlauf kreieren können. Ja, und jetzt... ja, ist das der neue Standard, den wir gesetzt haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Über die zweite Halbzeit kann man nochmal sprechen. Das war dann vielleicht ein bisschen zu sehr Verwaltungsmodus, aber das ist jetzt der Standard und da wollen wir nicht mehr drunter. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, die Jungs haben sich sehr viel vorgenommen. Wir uns alle haben uns sehr viel vorgenommen, nachdem ja sowohl hockeymäßig als auch resultatmäßig schwachen Start. Vor allem auch, weil wir nicht die Haltung hatten, ne, die wir uns hier vornehmen, wie wir spielen wollen. Das ist ja wichtig für uns. Und ich glaube, das haben die Jungs super in die erste Halbzeit vor allem reingetragen. Uns war ganz wichtig, dass wir auch direkt Druck geben, also dass wir sofort Feuer machen und versuchen, die Initiative zu ergreifen. Und ja, dass das natürlich dann auch so erfolgreich ist, direkt mit drei Toren, umso schöner.